auch mit einem Fahrzeug bedienen. Ganz kurz und bündig. So, Täuschern Abzweig. Nach Merzig. Oh, das ist natürlich eine blöde Lage hier. Ja. Kann man eigentlich jetzt nur hier irgendwo direkt daneben stellen. Wenden ist dann halt dort in der Sackgasse. Ist unrentabel, ja. Was ist denn das für eins? Ach, ein Bus. Nee, doch nicht Transfer. Machen wir drei. So. Jetzt gehen wir wieder hier runter. Warum ist das eigentlich so kalt so plötzlich? Oh. 18 Grad nur. Ich glaube, ich muss die Heizung hochstellen. Dabei habe ich mir schon extra was oben drüber angezogen. Aber es wird langsam ein bisschen kalt. Die haben Stahlträger. Die kann ich, glaube ich, jetzt nicht transportieren. So sieht denn das jetzt hier aus? Merkt man das schon, dass hier weniger los ist auf dem Bahnhof? Aktuelles Glasröhre. Einen richtigen positiven Effekt von diesem Umbau sehe ich da jetzt nicht, aber ja gut, egal. Lübtheen Glasröhre, ich glaube, das ist eine weite Strecke, glaube ich. Ha? Das ist dort. Ja, das ist, glaube ich, doch ziemlich weit. Na gut, lassen wir es einfach. So, wie läuft das jetzt hier? Immer noch genug Vorräte da? Oh, Kupfer geht ein bisschen zur Neige. Weißt du, haben sie sogar Barren jetzt hier noch? Könnte man sogar noch mehr Barren abzweigen. So, die Platten sind gleich leer hier, wie ihr seht. Ganze Konstrukt dann eigentlich abreißen, obwohl ich lasse es einfach. Vielleicht passiert da irgendeine Katastrophe hier oben, das Ding geht kaputt und dann müssen wir einfach nochmal nachlegen hier. So, jetzt können sie es aber transportieren. Ich mache zumindest hier mal die Verbindung weg. Das könnte dann vielleicht auch der Punkt sein, wo dann oben vielleicht hier das Kupfer und die Kohle ein bisschen knapp werden, wo wir dann die Züge... Oh, das ist jetzt schon aus. Wahrscheinlich müssen wir die Züge wieder zurück. Oh, was ist jetzt hier los? Stau am... Stau in der Stadt. Weil das die einzige Ver... Na gut, hier hinten können sie noch langfahren, aber ob die das raffen und dann dort langfahren? Ich meine, ich baue die Verbindung einfach mal auf.
Holz wird zu 50% abgebaut. Na gut, da haben wir noch ein bisschen was. Nee, die verstehen das nicht, wo sie langfahren sollen. Ich könnte vielleicht hier noch ein... Weg reinbauen. Vielleicht nutzen sie... Achso, es geht nicht, weil dort eine Rampe ist. Dann machen wir halt, dass das geht. Das irgendwie annehmen. Die Umfahrung. Jetzt drehen die wieder zurück um. Gut, ich könnte eigentlich, wenn ich schon mal dabei bin. Das noch ein Stück abgerissen werden. Ne, reicht noch nicht. So, jetzt mal gucken, ob das irgendwie einen Nutzen haben wird. Dieser Umbau, was haben wir jetzt aktuell für einen Wert? 851, was? Millionen. Aber das ist noch weit bis 2,1. Also Fahrzeugbetriebskosten 2,8. Das ist schon ordentlich, ne? Dann macht das schon Sinn, Zeug einzusparen. Den Kredit kann man eigentlich jetzt schon nehmen. 1,35, aber ich frage mich, warum soll ich denn jetzt noch einen Kredit nehmen? Ich finde dann bei solchen Spielen zum Ende die Kreditfunktion ein bisschen sinnlos. Wenn das System läuft und man eh genug Geld macht, wozu soll man denn da noch einen Kredit aufnehmen, der zudem auch noch so lächerlich gering aussieht? So, die Teile, die stauen sich jetzt hier auch gut. Regelmäßig die Züge an, die das beliefern. Und die Computerchips, die sind ordentlich gefragt hier. Das wird wieder gespeichert. Gibt sich noch eine Stadt, die Computerchips braucht, dass man die mal... Ich meine, ich hätte noch irgendwie eine gesehen gehabt. Ich meine, ich hätte auch kein Problem, das Zeug hier so wertvoll wie das ist. Oh, die wollen Möbel, na gut. Das Zeug einmal quer über die Kante zu schrubben. Aber irgendwo, ich meine, ich hätte doch vorhin noch eine Stadt gesehen, oder war das schon die, die angefahren wird? Nee, achso, die wollen Holz. Na gut. Haben wir irgendwo Holz? Das war, glaube ich, hier oben, was aber schon so stark genutzt war, glaube ich. Ach, ist doch, die können auch ihr eigenes Holz hier nehmen, hä? Warum gibt es denn nur einen Stein-LKW? Achso, weil das hier umgeladen wird. Könnte man, glaube ich, auch nochmal einen zweiten nehmen, oder? Achso, da kann ich auch Holz, da kann ich auch Holz ansacken. Ich würde gerne das Fahrzeug. Achso, hier muss ich draufklicken. So, ja, und Holz.
das sollte doch gehen. Nee, halt, erstmal hinschicken. Entladen, speichern als zwei Stück. Abfahren. So, dann kriegen die auch ihr Holz. Tja, und die Stadt mit den Computerchips. Gab es noch eine zweite oder wird die... Hier oben ist noch einer. Aber die kriegen schon, ne? Schaltkreis. Da ist das vielleicht die... Aber ich hätte wirklich gedacht, es gäbe noch eine Stadt. Hier. Ah, die kriegen auch schon... Könnte man ja vielleicht nochmal verstärken, dass da ein bisschen mehr rausgeht. Zwei Städte, jetzt eine dritte Stadt gibt es zufällig nicht, ne? Schade. Naja. So, das war das erstmal diese Aufnahme von Voxel Tycoon. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme sozusagen zum großen Voxel Tycoon Finale. Ich speichere nochmal ab und dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge und Aufnahme. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.